Kleinwagen, robust, anspruchslos, praktisch und günstig bei Kauf und Unterhalt, das will der Mitsubishi Space Star sein. Der 3,71 Meter kurze Kleinwagen ist in zwei Motorvarianten erhältlich, 71 und 80 PS. Hier im Test die stärkere Variante mit 5-Gang-Getriebe, die es als Invite um 10.990 und als Intense um 12.990 Euro gibt. Gegen weitere 1.000 Euro ist übrigens eine Version mit CVT-Automatik erhältlich. Dass der Space Star keinen Designpreis gewinnt, ist klar, doch die Linien wirken angenehm schlicht und zeitgemäß. Ein Spoiler am Dach sorgt noch für einen dezenten Schuss Sportoptik. Der 80 PS Dreizylinder trägt das Seine zur Sportlichkeit bei. Er klingt kernig, treibt den Space Star aber recht ordentlich voran. Bei Bedarf sind es immerhin 180 km/h Spitze. Für den Sprint von 0 auf 100 vergehen 11,8 Sekunden. Dass der Space Star im Alltag nur selten als Sportgerät benutzt wird, liegt wohl an seinem Haupteinsatzgebiet, den verstopften Innenstädten. Da kommen dem Kleinwagen seine Wendigkeit und seine Übersichtlichkeit sowie die problemlose Bedienung zugute. Alle Bedienelemente sind zwar einfach ausgeführt, liegen aber gut zur Hand und vor allem dort, wo man sie erwartet. Lediglich die Schaltung könnte etwas geschmeidiger funktionieren, manchmal hakelt das Getriebe. Die Verarbeitung ist routiniert, die Anmutung des Innenraums insgesamt simpel, aber zweckmäßig, quasi die Fortsetzung des schlichten Außendesigns. Die Ausstattung bietet keine Highlights, aber es ist alles da, was heutzutage erwartet wird, von der Klimaanlage bis zu den Kopf-Airbags. Praktisch sind die vielen Ablagen seitlich und im Mittelbereich. Die Sitze genügen auf der Kurzstrecke, bei längeren Fahrten wünscht man sich mehr Rückenunterstützung und mehr Polsterung. Das Umlegen der beiden hinteren Sitzlehnen funktioniert sehr einfach und vergrößert das Ladevolumen von 235 auf 912 Liter. Dass die 80 PS auch in der City Spaß bringen, zeigt sich bei jedem Ampelstart, aber nicht unbedingt beim Benzinverbrauch. Wir kamen bei flotter Fahrweise auf Werte zwischen 5,6 und 5,9 Liter. Hier wirkt sich das geringe Fahrzeuggewicht natürlich positiv aus. Insgesamt ist der Mitsubishi Space Star ein empfehlenswerter Kleinwagen für all jene, die nicht einen Edelmini, sondern ein praktisch robustes Cityfahrzeug zum vernünftigen Preis suchen. Und eine 5-Jahres-Garantie gibt's auch. Das fehlt übrigens sehr oft bei den Edelminis.